Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe gerade das Paket erhalten von der lieben Christine. Ja, Christine. Ich war mir gerade nicht sicher, ob Christina oder Christine, aber ja. Wir haben das Tauschpaket, also wir haben einen Tausch gemacht. Ich habe ihr das Album geschickt. Ja, was stand denn drauf? Das ist dieses, wo ich auch ein Video zugedreht habe. Goodie-Album mit vielen... Oder großes Album mit vielen Goodies, so. Ich kann das euch unten noch in meine Infobox verlinken. Genau, das habe ich ihr geschickt und jetzt habe ich das Paket von ihr bekommen. Es passt nicht ganz drauf, aber ich werde es ja gleich neben mich stellen und dann schauen wir da zusammen mal rein. Ich habe ehrlich gesagt schon aufgemacht. Ich konnte mich nicht zurückhalten. Ja, ich bin jetzt schon mega perplex und... Ja, ich bin jetzt schon mega sprachlos, weil ich nicht erwartet hätte, dass sie mir die Sachen mitschickt, die da drin sind. Ich packe das jetzt mal eben zur Seite. Ja, also ich hätte jetzt echt nicht damit gerechnet. Ich packe die Sachen jetzt mal zuerst raus. Und zwar sind da ganz viele Stanzer drin. Und wirklich, ich habe mir ja selbst erst den einen hier bestellt von der Scrapbook-Werkstatt. Weil ich die einfach mega cool finde. Mein alter Stanzer ist kaputt gegangen. Jetzt hatte ich sowieso nur noch einen Bordüren-Stanzer. Und ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich hätte halt nicht damit gerechnet. Ich hätte damit gerechnet, dass sie mir auch ein Album schickt. Das hat sie auch. Das zeige ich euch auch gleich. Da habe ich noch nicht reingeguckt. Und dann halt noch Goodies. Aber sowas... Wow, also das wäre jetzt wirklich nicht nötig gewesen. Vor allem weiß ich ja auch, wie teuer die sind. Ja... Und ich habe sie auch sofort, also wir haben per Mail Kontakt gehabt, habe sie sofort auch angeschrieben und meinte, warum sie mir die schickt, ob sie die nicht mehr braucht oder, ja. Also diese ganzen 5 Stück plus dieses Ding, was auch mega ist, das hätte ich mir sonst auch bestellt so noch, wenn man die da halt reinsetzen kann. Und dann kann man halt viel leichter stanzen, als jetzt mit dem einzelnen Ding. Das war schon echt immer mühsam. Also wirklich, ich habe keine Ahnung, womit ich das verdient habe. Klar, ich kenne das selbst. Wenn man Sachen einfach nicht mehr verwendet, dann ja, schickt man es einfach dem Nächsten. Aber das sind ja wirklich, das hätte sie ja auch noch so verkaufen können. Also das sind ja noch, ich weiß nicht, ob es neu verpackt ist, aber zumindest hat sie ja noch die Verpackung und so alles gehabt. Ja, wirklich, wow. Ein ganz, ganz großes Dankeschön. Wäre wirklich nicht nötig gewesen. Auch vor allem die Muster, also die... Muster sind genau mein Geschmack. Also ich liebe so ganz schlichte Sachen, die kann man eigentlich für alles verwenden. Das finde ich super toll, da habe ich auch erst überlegt, mir den zu kaufen. Habe mich dann halt für einen erstmal entschieden, weil ich erstmal gucken wollte, wie gut die von der Qualität sind. Den habe ich ja jetzt halt. Ist halt die Frage, ob du damit einverstanden wärst, wenn ich den weiter tausche. Weil ich ihn halt schon habe. Den würde ich dann halt weitergeben, wenn es für dich in Ordnung ist. Sonst würde ich ihn halt aufbewahren, weil irgendwann stanzen die ja, denke ich mal, auch nicht mehr so gut wie am Anfang. Und dann kann ich ihn einfach mal austauschen. Das ist auch mega süß. Das sind ja so ganz universale Muster. Kann man ja für alles benutzen. Also richtig, richtig cool. Da bin ich echt so glücklich. Oder ich weiß nicht, also damit hätte ich echt nicht gerechnet. Und wirklich ein riesen Dankeschön an dich. Auch das hier ist total cool. Und die hier noch, da weiß ich noch nicht genau, Arrow Pins. Ich denke mal, das sind einfach, ich weiß jetzt nicht, ob das so leicht aufgeht, dass man da dann an einer, also so würde ich jetzt schätzen, dass man quasi so einen Pin sich nimmt. Oh, auch geil, die sind richtig schön schwer. Ich finde, da merkt man einfach, dass es eine andere Qualität ist, als jetzt zum Beispiel von Action, die Sachen. Ja, und die dann... so festklebt und dann hat man so einen coolen Arrow-Pin. Mega schön. Vor allem finde ich das cool, dass das so Kraftpapier ist, weil das dann zu allem Möglichen passt und man könnte sich den ja dann sogar einfach anmalen. Das finde ich echt süß. Da freue ich mich auch drüber. Finde ich auch cool. Dankeschön dafür. So, das hätte jetzt ja auch alles eigentlich nicht sein müssen. Stück sind da drin. Auch ganz cool. Ja. Dankeschön. So, und jetzt kommen wir zum Album. Ich denke mal, dass es ein Album ist. Ich habe es noch nicht genau
Also so war es hier. Es ist schon so ein bisschen aufgegangen. Und dann ist das Paket leer. Reicht ja auch. Ja. Ich weiß nicht. Ich pack's mal so aus. Seht ihr das ganz gut? Ja. Voll die süße Serviette mit den Flamingos. Und hier musste ich auch gleich, habe ich gleich erkannt, dass es auch von Doodlebug Sweet Summer ist, glaube ich. Oh. Vor allem, es ist das erste, was ich richtig so bekommen habe, glaube ich. Ich habe von Fimotink habe ich einen Pocket Letter mal bekommen, also was getauscht. Und sonst ist es das erste richtige, was ich getauscht habe. Hier ist eine Blume abgegangen. Da gucke ich gleich mal, wo die hingehört. Mega süß. Just for you. Guck mal, ob da was drin steht, was ihr nicht sehen sollt. So. Ich lese mal kurz. Ja, also eigentlich hat sie nur noch mal erklärt, ja, dass sie jetzt endlich dazu gekommen ist, das Päckchen zu machen. Das haben wir ja so ein bisschen zeitversetzt gemacht, weil ich ja im Urlaub war. Ja, sie hofft, dass ich mich freue und das habe ich ja jetzt schon mega. Und die Stanzen sind aus einem Ü-Paket von Danny Poise und sie kann damit nichts anfangen und darum dachte sie nach meinem Video, wo ich halt den hier wahrscheinlich gezeigt habe, dass sie mir die schenkt. Mega schön. Also ich freue mich mega. Also da hast du genau das Schwarze getroffen. Die kann ich wirklich gut gebrauchen. Und ja. Also wie gesagt, wenn es dich nicht stört, würde ich den einen hier weiter verschenken. Ja, aber sonst kann ich dir mit denen wirklich was anfangen. Ja. Also die Karte ist auch super schön, auch selbst gemacht. Auch wieder so Sachen. Ich finde das immer so spannend, wenn man Sachen von anderen bekommt, dass die wieder ganz andere Materialien benutzen. Also die Sticker kenne ich zum Beispiel jetzt gar nicht. Klammer kenne ich auch nicht. Achso, hier steht noch Post für dich. Ja, echt süß. Und hier hat sie noch mit Glossy Accents an der Palme was gemacht. Voll schön. Ja, dann ist das Album hier auch. Ich freue mich so. Das ist auch total schön hier, die diese ja, Bordüren. Dieser Stoffband. Richtig toll. She believed she could and she did. Voll die schönen Farben auch. Oh. Voll süß. Ist auch genau mein Ding mit den Farben und so. Und da merkt man halt auch, dass das, denke ich mal, nicht von Action ist. Also das wird Papier sein von, ja, Danny Poise Scrapbook-Werkstatt oder so. Ist auch voll süß, dieser Clip hier. Voll süß. Ich hoffe, ich übersehe jetzt nichts. Das ist festgeklebt. Oh, die Notenschlüssel sind ja toll mit dem goldenen. Die kenne ich auch gar nicht. Hier ist noch eine Karte. Hello Beautiful. Voll süß. Ja, und sie hat hier auch mit Distress so ein bisschen so eine blaue Umrandung. Auch schön. Und die sind mega. Diese irisierenden, ja, wie so Enamel Dots sind das ja. Voll schön. Ah, und ich denke mal, also ich verbessere mich, falls du das Video siehst, gerne in den Kommentaren, aber dass ich das dann auch ja benutzen kann als Fotoalbum oder so noch, weil hier ja noch eine Menge Platz ist. Ja, dass man das dann ja noch ordentlich verwenden kann. Ach, wie cool, hier ist noch ganz viel Papier als Goodie quasi. Oh, wie schön. So ein paar Ananas. Auch auf der Rückseite mit schlichten Ananas. Die sind ja süß. Ganz viele Bullies. Auf der Rückseite so kariert. Ist auch cool. So irgendwelche, ich weiß jetzt gar nicht, wie die heißen. Diese Pfahle. Das ist ja auch süß. Ja, das wird auch irgendeine Sommerkollektion sein. Aber ich weiß jetzt nicht, von welcher Marke. Voll schön. Richtig cool. Die kann ich vielleicht noch für mein Sommeralbum jetzt benutzen, hier, was ich mache momentan. Die passen auf jeden Fall gut dazu. Cool, danke schön. Ich packe das mal wieder dazu. Das Papier ist auch cool mit diesen goldenen Punkten da drin. Voll süß. Ja, ich denke mal, dass sie das so gedacht hat als Album, was man sich selbst dann noch machen kann. Also, wo man selbst noch Sachen drauf kleben kann. Voll süß. Hier ist noch so eine Karte wie eben. Ach, und dann kann man hier, ich glaube, das war bei der eben auch. Das habe ich noch nicht richtig gesehen.
Ja, genau, die kann man auch aufmachen und die quasi dann weiter benutzen. Oder man lässt sie halt im Album, das kann man sich ja aussuchen, denke ich mal. Auch voll schön. Mit der Gitarre. Ist echt spannend, so mal die anderen Bastelmaterialien zu sehen, womit die anderen so basteln, auch was die für eine Bindetechnik benutzen. Ach cool, sie hat das so mit dem Band, hat sie das so, glaube ich, zwischen jede Seite gespannt. Voll schön. Ich finde die Papiere total cool. Oh, yay, wie cool. Hier sind so Die-Cuts drin. Ups. Die sehen auch so aus, als ob sie hier dazugehören. So von dem Stil. So Sprechblasen. Ja, das wird, glaube ich, Doodlebug auch sein. Congratulations. Auch voll die schönen Farben. Mit diesem Dunkelblau. Hello, you're sweet. You and me, blessed. Hux, voll cool. Echt schön, da freue ich mich. Damit kann ich auf jeden Fall was anfangen. Die lasse ich jetzt mal draußen. Sonst dauert es zu lange, bis ich die wieder in die Tüte gefummelt habe. Sehr cool. Echt schön. Kann ich mich immer nur wiederholen. Oh, das sieht auch toll aus. Ja. Super schön. Ich überlege die ganze Zeit immer noch, was das für eine Kollektion ist. Also für eine Marke quasi. Ja, echt super toll. Da freue ich mich wirklich sehr. Ist wirklich ein schönes Album. Ja, wo die Blume herkommt, weiß ich jetzt nicht. Ich klebe die einfach mal hier irgendwie mit rein. Ich hoffe, das ist nicht ganz so schlimm, dass die jetzt abgegangen ist. Ja, vielen, vielen Dank. Und auch die Goodies hier drin sind super schönes Papier. Die Die-Cuts, aber hätte auch nicht sein müssen. Also hätten die auch schon gereicht, dass... Ist wirklich der Wahnsinn, dass du mir das alles da einfach geschenkt hast. Das ist wirklich cool. Ja. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Ich hoffe, euch anderen auch. Und dann, ja, fand ich es auch generell cool mit dem Tausch, dass das alles so reibungslos geklappt hat. Dass wir beide letztendlich zufrieden sind, also glücklich. Ja, werde ich auf jeden Fall öfter machen. Ich habe ja immer noch dieses hier zu tauschen. Da hat sich ja eine gemeldet, die aber momentan noch im Krankenhaus ist. Und der würde ich das ganz gerne noch ermöglichen, wenn sie da wieder draußen ist, dass wir das noch tauschen können. Und wenn sich es dann nicht mehr anbietet für sie, dann würde ich halt nochmal neu fragen, wer denn da tauschen möchte. Ja, genug geredet. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!